Und damit ein ganz herzliches Hallo vom Betzenberg. Der erste FC Kaiserslautern empfängt im Fritz-Walter-Stadion den VfL Osnabrück, den Tabellenführer der dritten Liga. Das Stadion sehr gut gefüllt. Wir schauen auf die Aufstellung von Kaiserslautern. Grill im Tor, davor in der Dreierkette Kraus, Sickinger und Heino in der defensiven Dreierreihe. Schad, Fechner in der Mitte. Albeck komplettiert die Doppel-8. Sternberg über links, vorne links pickt dabei Timmy Thiele in der Spitze und Christoph Hemmlein über rechts außen. Es wird sicherlich ein extrem spannendes Spiel. Kaiserslautern befindet sich in einem Aufwärtstrend und Osnabrück ist sowieso die ganze Saison schon gut drauf. Körber im Tor ist kein großer Schock. Aydini auf der rechten Verteidigungsposition, das ist Rennecke, heißt neuerdings Aydini. Susac, Trapp in der Innenverteidigung, Engel auf der linken Verteidigungsposition, Blacher und Tafazofer auf der Doppel-6. Aminiedo ist über links außen dabei, in der Spitze Benjamin Gürt. Über rechts kommt Anas Uahim und auf der 10 Marcos Alvarez, der extrem erfolgreiche Mann, der auch letzte Woche gegen Jena schon wieder treffen konnte. Der ist einfach in überragender Verfassung, wie eigentlich die komplette Mannschaft vom VfL Osnabrück. An diesem Sonntag, Mittag oder Nachmittag, wie auch immer sie gerade aus dem Bett gekommen sind, geht es wirklich darum, für Osnabrück die Tabellenführung zu verteidigen, am besten noch auszubauen. Verteidigen werden sie sie so oder so, egal welches Resultat dabei rausspringt, denn der Abstand zu Karlsruhe beträgt 4 Punkte. Der erste FC Kaiserslautern hingegen hat die Möglichkeit, nochmal oben ranzukratzen. Zumindest die Relegationsränge sind nicht in allzu weiter Ferne, zumal sie in der letzten Zeit wirklich diesen angesprochenen Aufwärtstrend bestätigen können. Zumindest konnten sie das in den letzten Wochen, auch gegen Lotte. Also das Spiel beginnt, der erste FC Kaiserslautern in den roten Trikots von links nach rechts hatte den Anstoß bereits an die Gäste verloren in den lilanen Trikots der VfL Osnabrück traditionell. In diesen Jerseys von rechts nach links im ersten Durchgang. Und jetzt gibt es eventuell schon die erste Angriffssituation. Das war eher ein missglückter Flankenversuch. Aber es geht gleich nach vorne beim VfL Osnabrück. Sie sehen es hier, das Fritz-Walter-Stadion wirklich sehr gut gefüllt. Und wir haben auch fantastisches Fritz-Walter-Wetter. Was könnte es Besseres geben, als an diesem Mittag, an diesem Sonntag diese Partie zu erleben. Der erste FC Kaiserslautern versucht jetzt nach vorne zu spielen, Aydini ist aber dazwischen. Wie gesagt, die Namensänderung von Rennecke, seine Adoptiveltern hießen Rennecke und jetzt hat er seinen Geburtsnamen wieder angenommen. Die erste Möglichkeit hatten wir ja bereits über eine Flankensituation, jetzt wurde es gleich gefährlicher und Heino muss mal eingreifen und jetzt die nächste Aktion. Da fliegen doch jetzt zu Beginn einige Flanken rein. Wichtig hier von Heino, dass er da reinspringt und den Kopfball von Gürt verhindern kann. Aber der VfL Osnabrück möchte hier gleich Stimmung machen und auch direkt die erste Möglichkeit, die dann wirklich mal gefährlich ist, rausspielen. Aminiedo wird aber geblockt, sodass es nicht wirklich gefährlich wurde. Wir können mal auf die Statistik schauen. Der erste FC Kaiserslautern ist zu Hause seit dem 2.11. ungeschlagen. Jedoch gibt es zu viele Unentschieden allgemein in dieser Saison. Alleine zu Hause hat man in dieser Spielzeit bereits 5-mal ein torloses 0:0 als Fan der Roten Teufel ertragen müssen. Timmy Thiele, da erobert er den Ball zusammen mit Christoph Hemmlein, aber Trapp ist dazwischen und passt auf. Klar, die Westkurve ist immer gut gefüllt. Die sind immer da und machen auch immer die Stimmung, aber heute der Osnabrücker VfL ist eben auch ein attraktiver Gegner. Erster Eckstoß der Partie von der linken Seite von Mats Albeck zurechtgelegt. Kommt auch einer kurz. Er entscheidet sich für die lange Variante. Aminiedo ist erstmal dazwischen. Pick macht es aber nochmal scharf. Timmy Thiele. Und das ist dann wohl auch der erste Abschluss der Roten Teufel. Wenn auch recht harmlos, immerhin ein Offensivzeichen. Überhaupt ist der erste FC Kaiserslautern in der Rückrunde sehr gut drauf. Wie gesagt, dieses Hoch, das sie verzeichnen können. Seit dem 1.2. sind sie ungeschlagen. Das war dort ein 2:0 gegen Preußen Münster. Und man hat sich aus dem Mittelfeld etwas absetzen können. Nach unten wird sicherlich nicht mehr die große Gefahr bestehen.
aber die Chance nach oben möchte man am besten bis zum Schluss bewahren. Dazu sind solche Spiele wie heute gegen den VfL Osnabrück extrem wichtig, die jetzt wieder über die rechte Seite kommen. Aldini legt nochmal zurück und Uahim bleibt in Albeck hängen, bekommt aber nochmal die Möglichkeit. Benjamin Gürt kann den Ball gut behaupten. Sternberg Kaino macht es erstmal auf die sichere Variante. Der VfL Osnabrück wartet seit dem 2.2. auf einen Auswärtssieg. Drei Spiele seitdem ohne einen Dreier auf des Gegners Platz. Und jetzt die erste gute Möglichkeit für die Gäste. Der wurde dann aber doch recht harmlos im Endeffekt. Kein Problem für Grill, den zu klären. Viel Platz jetzt da vor der defensiven Dreierreihe. Schöne Aktion von Alvarez und der... Naja, auch zwar mit dem Schuss, aber das ist ebenfalls zu harmlos. Da sind zwar ein paar Beine dazwischen, aber der war eben zu schwach geschossen. Der wurde auf dem nassen Rasen auch nicht mehr schnell genug. Trotzdem muss jetzt Kaiserslautern aufpassen, nicht noch mehr auf den Kasten zu bekommen, weil irgendwann wird es dann richtig gefährlich. Alvarez legt nochmal zu Aldini. Uahim! Sie nähern sich immer mehr an. 24. Spielminute, Anas Uahim ans Außennetz. Grill geht zur Sicherheit hin, kommt aber eh nicht mehr ran, sodass die Gefahr sich dann auch wiederum in Grenzen hält. Trotzdem, die letzten Minuten gehören eindeutig der Elf von Daniel Thun. Und das schüttet ihr unermüdlich. Könnte später auch noch eine Rolle spielen. Aktuell befindet sich der Rasen in durchaus vernünftigem Zustand. Jetzt wieder Kaiserslautern. Die mausern sich zumindest hinten nicht ein. Mats Albeck mit dem langen Ball. Pick kann sich behaupten. Ist schon im 16er. Pick legt nochmal zurück. Und da der Abschluss. Aber dann auch doch relativ einfach geklärt. Die Kontersituation für Benjamin Gürt. Aber die Flanke ist nicht wirklich gut gesetzt. Beziehungsweise dieser lange Ball nicht wirklich gut platziert. Es geht jetzt aktuell ziemlich hin und her. Man könnte mal meinen... Es kommt ein bisschen Ruhe in die Reihen rein, das ist aber nicht der Fall. Wenn man den Ball gewinnt, geht es dann wieder schnell nach vorne. Jedoch hapert es momentan noch so knapp 20 bis 30 Meter vorm Kasten des Gegners. Verliert man dann meistens die Pille schon wieder. Arminiedo bringt die Flanke und da kommt Marcos Alvarez fast ran. Der Linksaußen hier, der hat es ja richtig mittlerweile geschafft, sich zu etablieren. Spielt eine richtig gute Phase aktuell. Jetzt wie sagt Kaiserslautern nach vorne. Es geht wirklich hin und her. Susac ist dazwischen und Blacher passt auf. Kann es dann entschärfen. David Blacher. Sehr guter Ball. Sehr guter Ball. Benjamin Gürt nimmt ihn direkt. Volles Risiko. Aber Grill ist eben auch ein guter Keeper. Trotzdem die nächste Möglichkeit. Da kommt jetzt schon einiges zusammen. Es sind aber immer wieder diese Unkonzentriertheiten, was die Pässe angeht. Immer in die Füße, wodurch immer wieder Möglichkeiten zustande kommen. Und jetzt auch das erste Tor. David Blacher sticht zu, 37. Spielminute. Die Führung für die Gäste. Im Hintergrund sehen Sie die mitgereisten Osnabrücker Fans. Ball nach vorne gepült. Osnabrück lauert auf sowas. Und David Blacher, ja, der schlägt nicht direkt unten rechts ein. Aber der Ball ist eben glitschig, nass. Wobei er vorher nicht mehr aufkommt. Ist auch eine unangenehme Höhe für Lennart Grill in dieser Szene gewesen. So können sich jetzt aber die Gäste feiern lassen von ihrem Anhang, der höchst erfreut sein dürfte über dieses Resultat, dieses Ergebnis, möchte man jetzt erstmal bis zur Pause holen. Das wären aktuell 61 Punkte auf der Tabelle, eine überragende Ausbeute nach 30 Spielen. Doch der erste FC Kaiserslautern will direkt antworten. 40. Spielminute, Christoph Hämmlein. Und jetzt wird es doch eine richtig klasse und ansehnliche Partie. Möglichkeiten en masse mittlerweile. Und zum Glück haben wir schon einen Treffer gesehen.
Zumindest wenn man es aus neutraler Sicht oder aus Osnabrücker Sicht sieht. Für Kaiserslautern ist das ärgerlich, aber es ist nicht ganz unverdient, da sie eben in der Defensive etwas zu unachtsam waren und zu überhastet rausspielten. 5 Minuten noch bis zum Pausenpfiff. Daniel Thun kann bislang extrem zufrieden sein, auch wenn Lautern auch schon eben die ein oder andere Möglichkeit hatte. Osnabrück macht es tendenziell etwas besser. Gut weitergeleitet von Uahim. Tafazofer mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Und Aminido setzt den Kopfball ans Außennetz. Sonst wäre Grill aber wohl auch da gewesen. Die letzten 10, 15 Minuten machen wirklich extrem viel Spaß. Und lassen dann auch für den zweiten Durchgang nochmal einiges erhoffen. Hier ist natürlich noch gar nichts gegessen. Aber so einfach will sich der VfL Osnabrück diesen Dreier auch nicht mehr aus den Händen nehmen lassen. Gut weitergeleitet jetzt auf Timmy Thiele. Dieser Abstoß von Sternberg eben weitergeköpft. Pick über links. Da die Flanke ist aber nicht sonderlich gut gemacht. Zusatz springt der Körper etwas unterdrückt. Der drischt den Ball dann erstmal raus aus der Gefahrenzone. Vermutlich die beste Variante gewesen. Kann sich Kaiserslautern nochmal hier eine Möglichkeit erspielen. Timmy Thiele legt nochmal zurück. Pick und da ist auch Fechner mit dem Kopfball. Da war sie nochmal die Chance, den Treffer zu erzielen vorm Seitenwechsel. Fehlte gar nicht so viel. Körber kann nur noch hinterher schauen. Und das dürfte es dann jetzt für den ersten Durchgang auch wohl gewesen sein. Es steht nach 45 Minuten 0:1. Kaiserslautern macht keine schlechte Partie, aber Osnabrück ist diesen Treffer auch besser, behaupte ich mal. Aber für Kaiserslautern ist auch im zweiten Durchgang noch alles drin. Sie hatten ihre Möglichkeiten, die müssen sie dann nur noch verwerten. Das war es jetzt erstmal mit den ersten 45 Minuten. Gleich nach der Pause geht's weiter. Jo, für alle, die sich fragen, was ist denn mit den anderen Spielen, die kommen dann morgen in der Prognose, auch in der Zusammenfassung. Da seht ihr das Spiel hier auch nochmal, zumindest seht ihr da die Tore nochmal. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Weiter geht's. Zurück in Kaiserslautern, der VfL Osnabrück führt mit 1:0. In der 37. Spielminute war es David Blacher und wir sehen einen Wechsel. Aminido musste raus. Dafür Stefan Tigges jetzt neu dabei, hatte sich wohl etwas angeschlagen, aber es war nach Information keine allzu schlimme Blessur, die er sich da einhandelte. Aber der erste FC Kaiserslautern kommt hier gleich mal nach vorne, obwohl die Flanke jetzt nicht wirklich gefährlich war. Trotzdem, die Anzeichen sind klar, man möchte hier gleich zurückstechen. Die Gefahr bedroht dann aber auch das eigene Tor und die Gefahr droht vor allem, auch wenn man sich den VfL Osnabrück in der Offensive anschaut. Die sind immer noch heiß und gehen hier vorne auch gleich drauf. Kraus unter Druck, kriegt den Ball nicht rausgeklärt. Stefan Tigges auf David Blacher, wird nicht angegriffen und Benjamin Gürt mit dem 0:2. Und alles, was sich Kaiserslautern vorgenommen hat, verpufft jetzt erstmal. Die erste Offensivaktion gehörte ihnen. Aber das erste Gegentor den anderen. Benjamin Gürt, kein Abseits, hält da nur noch den Fuß hin. Grill kann nicht mehr rechtzeitig reagieren, weil er nicht weiß, was da vor ihm passiert. Ärgerlich für Kaiserslautern. Die Aufgabe wird jetzt nicht unbedingt einfacher. Gibt gleich einen Wechsel. Schad geht raus. Dafür neuer, frischer Mann, der die Offensive beleben soll. In Person von Hendrik Zuck. Kommt jetzt über die rechte Seite. Eben da, wo Schad eben noch auflief. 55. Spielminute, also 2 Tore gilt es für den ersten FC Kaiserslautern. Jetzt noch gerade so auszubessern oder dagegen zu spielen. Es gibt zumindest eine Freistoßsituation. Jetzt mal ein langer Ball
Wobei man auch noch nicht von Beginn an der zweiten Halbzeit mit der Brechstange rangehen sollte. Aber solche Szenen können immer gefährlich werden. Und so ungefährlich war das hier auch gar nicht. Gute Parade auch von Körber, der den Ball sogar festhalten kann. Bei dieser glitschigen Fläche hier auf dem Rasen kann man da nicht unbedingt von ausgehen. Der erste FC Kaiserslautern will es aber. Und da kommen die Zuschauer auch wieder. Pick. Immerhin, sie nähern sich wieder an und sind bereit, über ihre Grenzen vielleicht sogar hinauszugehen. Das 1:2 lag hier aber noch nicht wirklich in der Luft. Jetzt auch ein Wechsel bei den Gästen. Der zweite dementsprechend. Danneberg kommt für David Blacher, dem Torschützen, zum 1:0. Halbe Stunde noch auf der Uhr. Ein schneller Anschlusstreffer hat sicherlich noch nie jemandem geschadet. Man muss aber auch aufpassen, nicht das dritte zu kassieren. Heino ist dazwischen. Szene erstmal geklärt. Weiterhin extrem viele Ballverluste. Das fällt hier wirklich auf. Liegt vielleicht an diesem schwer zu bespielenden Untergrund, der mittlerweile wirklich schon einige Unzulänglichkeiten aufweisen kann, aber das ist selbstverständlich bei diesem Wetter. Tigges mit der Flanke, Sickinger dazwischen. Aber das sind eben Bedingungen, mit denen beide Teams umgehen müssen. Tigges, die Flanke aber von Kevin Kraus abgewehrt. Und es gibt den nächsten Wechsel. Mark Haider kommt, Benjamin Girt geht, der das 2:0 erzielt hatte. Der dritte Wechsel damit schon und Mark Haider nach Sprunggelenksverletzung wieder dabei, musste die letzten beiden Partien aussetzen, hat es nicht rechtzeitig geschafft, aber jetzt ist er wieder dabei. Und Danneberg mal mit dem Kopfball. Sickinger klärt auf der Linie. Mats Albeck hat den Ball jetzt sicher. Gefährliche Aktion und fast schon der Knockout für den FC Kaiserslautern. Aydini gewinnt den Ball. Marcos Alvarez kann sich da gut durchsetzen. Kevin Kraus klärt die Szene. Jetzt müsste es mal schnell nach vorne gehen. Da sind 5 Mann von Osnabrück vorne geparkt, die man mit einem Ball hätte überspielen können, aber sie erobert den Ball direkt zurück. Zuckt dazwischen, arbeitet jetzt auch gut in der Defensive mit. Er hat ja noch Luft, ist ja nicht über die volle Distanz bislang gegangen. Christoph Hemmlein über die rechte Außenbahn. Kriegt nicht wirklich Druck. Die Flanke von Körber, der da Probleme hat, aber dann doch geklärt wird von seinen Vordermännern. So steht man aktuell füreinander ein. Ballbesitz extrem ausgeglichen, oben gesehen 48% zu 52. Daran lässt sich dieses Ergebnis hier nicht wirklich erklären. Aber der VfL Osnabrück spielte die Strafraumszenen, die sie hatten, bislang besser aus. Und hatten hinten noch keinen wirklichen Aussetzer. Timmy Thiele geht jetzt dafür, Julius Biada. Wir schauen nochmal auf die Szene. Da wurde es mal knapp gefährlich. Aber Körbers Fehler konnte nicht wirklich ausgenutzt werden. Freistoß aus dem Halbfeld. Alvarez lupft den rein. Uahim, der Abschluss. Und Haider, Mark Haider, in der 75. Minute. Bringt den Ball immerhin aufs Tor, aber kein Problem für Grill. Langsam müsste das 1:2 wirklich her. Ansonsten wird das hier zu einer wirklichen Mammutaufgabe. Der Abschluss von Sternberg jetzt bekommt nicht mal genügend Schwung, um ins Tor auszugehen. Engel rettet den vorm Torwartabstoß. Bisschen mehr Druck könnte man sich jetzt von Lautern auch erhoffen. 7:10 Torschüsse. Der Eindruck bestätigt sich, dass dieses 2:0 nicht ganz zu Unrecht zustande gekommen ist und die Verteidigung aktuell unter Susac und Co. steht erstmal sehr resolut und konsequent dazwischen. Körber wieder auf Susac. Und so ein 2:0 würde Osnabrück auch wieder gut tun. Hatten sie beim letzten Auswärtsspiel auch gegen Fortuna Köln, aber da erzielten sie kein eigenes Törchen und dementsprechend haben sie das hier schon mal wieder besser gemacht. Uahim gegen Haino versucht da ins 1:1 zu gehen, holt das Maximum raus, nämlich einen Einwurf. Und jetzt gibt es den letzten Wechsel in dieser Partie. Fechner geht, Theodor Bergmann, nominell auch ein Sechser, aber der ist so variabel, auch in der Offensive sehr gut einzusetzen. Soll jetzt nochmal Schwung bringen, aber es ist eben nicht mehr lange zu spielen. Sternberg, Haino, jetzt ein Ball nach vorne, wieder so ein Fehlpass
Das passiert hier einfach zu häufig, um für Kaiserslautern richtig nach vorne zu kommen. Alvarez mit der Flanke, aber Kraus kann es klären. Aber es sind wirklich einige Hereingaben von der Seite, von links, von rechts, die auch teilweise zu brenzlichen Szenen führen können. Wieder einer dazwischen. Aino muss den Ball jetzt mal rausbringen. Mit Mats Albeck macht er das und schafft er das auch. Biada, Theodor Bergmann. Super Ball auf Christoph Hämmlein. Der kann ihn jetzt einschieben. Der kann ihn jetzt einhämmern. 89. Minute. Der erste FC Kaiserslautern ist wieder da. Der VfL Osnabrück bei 2-0 Führung gnadenlos ausgekontert. Und dann bleibt Hämmlein ganz cool und wuchtet den Ball über die Linie. Kommt das zu spät? Oder gibt es nochmal die Möglichkeit? Körber hat keine Chance. Kein Abseits sehen wir hier nochmal. Wenn richtig gemäht ist, dann startet Hämmlein genau in der richtigen Situation. 89. Minute, die Hoffnung ist nochmal da, aber es könnte eben etwas zu spät sein. Die müssten jetzt eigentlich vollen Druck machen. Aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Sie haben hier viel gekämpft, viel geackert und spielen vermutlich zu spät mit vollem Risiko nach vorne. Nachspielzeit 3 Minuten. Wird vermutlich nicht mehr reichen. Haino klärt nochmal. Und die sind zufrieden, auch wenn jetzt der Gegentreffer da ist. Wenn der Dreier hier vom Betzenberg mitgenommen werden kann, dann ist alles gut und die Nachspielzeit läuft runter. Der VfL Osnabrück wird sich das vermutlich als cleverer Tabellenführer nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Da lassen sie sich jetzt auch viel Zeit. Sternberg kann es erstmal klären, aber da ist keiner vom 1. FC Kaiserslautern, der die Sache regeln könnte, stattdessen die Möglichkeit zum 3:1, nee. Haino klärt's und das war's dann. Der 1. FC Kaiserslautern kämpft bis zum Ende. Hätte gerne hier zumindest am Ende das 2:2 noch erzielt. Christoph Hämmlein brachte kurze Hoffnung, aber gefährlich wurde es danach dann nicht mehr. Kaiserslautern wird seit dem 1.2. mal wieder geschlagen und auch seit dem 2.11. zu Hause vor allem auch mal wieder geschlagen und Osnabrück nach 3 sieglosen Spielen auswärts können sie mal wieder einen Dreier einfahren. Das war's von dieser Partie. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dahin und tschüss. Jo, das war's dann wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, ich habe es ja in der Halbzeit schon mal gesagt, Daumen und ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten tippt fleißig mit in den Kommentaren. Bis dahin und tschüss.